Hi Leute, ich zeige euch heute, wie ihr die Quest "Mein Postbote war ein Zombie" erledigt. Also lasst gerne mal ein Däumchen hoch oder auch ein Abo da. Natürlich nur, wenn ich euch helfen konnte. Ja, wir gehen erstmal hier zu diesem Teil in ja, Bel Air und schnappen uns hier diesen Brief. "Mein Postbote war ein Zombie". Ihr könnt die Quest erst machen, wenn ihr Schnellreise aktiviert habt. Dann müssen wir hier in die Villa rein und hier quasi gehen wir direkt von dem Brief aus hier rüber. Überqueren einmal die Straße und dann müssen wir jetzt die Pakete vom Postboten einsammeln. Und das machen wir auch. Und zwar gehen wir einfach mal hier runter. Da steht nämlich dann schon das erste Paket. Klickt einmal hier auf das Paket drauf und dann habt ihr schon den ersten Teil der Quest erledigt. Gehen dann anschließend hier oben zu der Stelle. Da steht nämlich das nächste Paket, also hier in der ersten Villa. Und da gehen wir einmal hier raus quasi. Und dann hier hinten Richtung Garage und da seht ihr auch schon links das Paket stehen. Machen eben hier noch die paar Gegnerchen platt und können uns dann natürlich das Paket hier oben schnappen. Gehen wir also einmal hin, klicken wieder an und damit ist auch der zweite Teil erledigt. Ja, jetzt müssen wir noch den Paketboten finden und der ist hier hinten auf der Karte. Also einmal kurz hingelaufen. Vor Curtis Haus quasi. Da können wir hier einmal runtergehen und da steht auch schon der fette Postbote. Ja, hier gibt es einige Gegner noch zu erledigen. Die macht ihr natürlich alle platt. Und da hinten ist er, der Postbote, der dicke hier. Den machen wir einmal fertig. Und dann bekommen wir nämlich seinen Schlüssel, wenn wir ihn erledigt haben. Und mit dem Schlüssel vom Postboten können wir natürlich seine Kiste looten. Also quasi einfach wieder direkt zu dem Auto, zu dem Postauto, wo wir quasi den Auftrag angenommen haben. Und dort können wir eben den Schlüssel benutzen, um das Paket zu öffnen, um hier die Truhe aufzumachen. Das machen wir einmal, die Sonderlieferung machen wir einmal auf, haben das erledigt, die Quest, und bekommen dann hier noch eine relativ starke Waffe, nämlich den Raben der Präzision. Ja, Freunde, das war es eigentlich auch schon für den Guide. Relativ schnell und simpel. Und ich wünsche euch noch viel Spaß beim Zocken. Macht's gut, adios, ciao, ciao.